In Ägypten haben sich die schweren Unruhen in der Nacht zu Sonntag fortgesetzt. In mehreren Städten kam es zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten. Die Proteste richten sich teilweise gegen die Regierung von Präsident Mohamed Morsi. In der Hafenstadt Port Said protestieren die Menschen, nachdem ein Gericht 21 Todesurteile verhängt hatte. Die Beschuldigten werden für eine Gewalteskalation in einem Fußballstadion vor einem Jahr mitverantwortlich gemacht. Seit Samstag wurden mindestens 39 Menschen bei den Unruhen getötet. Hunderte sind verletzt, teilten die Behörden mit. In Suez stürmte eine aufgebrachte Menge eine Polizeistation. In Alexandria gingen Sicherheitskräfte mit Tränengas und Gummigeschossen gegen Demonstranten vor. Präsident Morsi hat inzwischen angekündigt, die Armee in die betroffenen Orte zu schicken, um die öffentliche Ordnung wiederherzustellen. Die Regierung überlegt, über einige Regionen den Ausnahmezustand und eine Ausgangssperre zu verhängen.